geht es endlich wieder gut, sag wie lange hat es gedauert. Stand mir dabei selber nur im Weg und hab bedauert, wie ich mich benehme oder was passiert. Wollte einfach immer alles kontrollieren, aber geht nicht. Du musst wissen, dass alles eine Phase ist, auch wenn es nicht so scheint, wenn man gerade in deiner Lage ist. Wenn es gefühlt nur die schlechten Tage gibt, dann wirst du es schaffen, für dich und alle anderen. Denn auch jemand wie du hast, jemand der dich liebt oder jemand der nicht will, dass dir etwas passiert. Und ich meine nicht mal, dass du dir was antust, sondern einfach, dass du da bist und nichts tust. Glaub mir, ich kenne diese Tage, wo man sich nicht fühlt, man will nichts mehr fühlen, man will einfach aufgeben oder sich nicht rühren, weil er nichts berührt. Aber glaub mir, steh auf, mach dir einen Plan und dann mach etwas aus dir. Du hast so viel Talent und ich weiß es genau, denn auch ich war am Boden und jetzt bin ich hier. Nimm deine Mom in den Arm oder irgendein Mensch, der dir wichtig ist. Irgendwann wirst du erkennen, das ist alles, was zählt, denn auch sie sind froh, dass es dich gibt. Hör mir zu und du wirst es schon merken, die Welt ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Klar gibt es Tiefs, aber dann kommen die Hochs und du hast es verdient, noch ein paar zu erkennen. Such dir einen Job, sammel ein bisschen Geld, flieg wohin du willst, bis ans Ende der Welt. Oder finde dich selbst in den Dingen, die du tust. Glück findet dich auch, wenn du nicht danach suchst. Immer wenn du denkst, das ist das Ende, kommt von nirgendwo ein Blessing. Und es fällt dir in den Schoß. Immer wenn du denkst, das ist das Ende, kommt von nirgendwo ein Blessing. Und es fällt dir in den Schoß. Du brauchst nicht an Wunder zu glauben, denn allein, dass du das kannst, ist Wunder genug. Schlechte Zeiten sind so wie das meiste, es geht vorbei und es wird wieder gut, glaub mir. Ich würd's dir nicht sagen, wenn's nicht so wär. Irgendwann können wir uns zwei vielleicht sehen und dann ist das passé, was dich jetzt noch nervt. Irgendwann läufst du die Straße entlang und bist einfach entspannter, wo du jetzt froh bist. War mal die Angst und jetzt sind da Optionen. Gar keine Wahl, du musst los und sie holen. Und selbst wenn du jetzt noch denkst, keiner baut dich auf, du willst keinem vertrauen, es ist nur in dir selbst und du kommst da raus. Ich weiß es, denn ich kam's auch, Kid.